Sehen Sie, wie der sich ins Zeug legt? Dabei ist er nur scharf auf mein Geld. Er hat Probleme mit seinem Herzen. Wir würden ihm nur etwas nachhelfen. Was halten Sie davon, wenn ich mein Testament ändere? Vivien erbt nur, wenn er sie heiratet. Sauber! Herr mit der Kohle! Zahnarzt. Und, hat er schon gebohrt? Zuerst verspürt man ein Brennen im Mund. Schweißausbrüche. Die Atmung verlangsamt sich. Die Gliedmaßen sterben ab. Und dann erstickt man. Die Villa und den Rest meines Vermögens möchte ich Frau Hella Moormann vererben. Schluss mit der Trauerfeier. Kann man mir irgendjemand sagen, was hier los ist, Hella? Sag du lieber, was los ist. Du hast es mit Margot getrieben. Da stand ich nun. Ich hatte ein Haus, etwas Geld und einen Mann, auf den ich mich nicht verlassen konnte. Aber es gab ja noch Margot. Und ich ahnte, dass wir noch viel Spaß miteinander haben würden. Sie können wirklich bald ein Abo bestellen. Da kommen wir jetzt jede Woche. Und so begann diese Geschichte, der Albtraum meiner erfüllten Wünsche. Das ist mein Kind. Den Blick kenne ich. Wahrscheinlich willst du mich jetzt wieder schlagen, wa? Genau. Ich liebe Menschen, denen es schlecht geht. Deshalb bin ich Apothekerin geworden. Kennt jemand von euch eigentlich einen guten Zahnarzt? Mein Provisorium ist nicht wirklich gut geworden. Ich bin sehr unglücklich.